Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction und zwar El Rafo und Yatsu. Auf Yatsu hatte ich schon mal reagiert und zwar Stimme. Auf Stimme habe ich nämlich reagiert von Yatsu, geschweige denn, das ist jetzt hier auch gerade. Ah ja, doch. Genau. Da habe ich nämlich drauf reagiert. Und jetzt habe ich hier einen Track von El Rafo zusammen mit Yatsu und zwar Verbrannt. Wohlgemerkt auch durch TikTok entdeckt, den Track. Wurde mir jetzt auch schon mehrmals auf meiner For You angezeigt. Genauso wie Icarus, was ihr hier auch noch seht, weil ich nehme die Reactions alle gerade am selben Tag auf. Also nicht wundern, warum ja bei allen Reactions, die so kommen, jetzt die nächsten Zeiten, immer dasselbe Datum steht. Es wird da jetzt erstmal die nächsten Tage wahrscheinlich dauerhaft 14.06. stehen. Ich nehme die jetzt gerade alle auf, weil ich morgen keine Zeit dafür habe. Morgen ist für mich Samstag. Deswegen für mich ist nämlich morgen der 15. Und ja, morgen habe ich dann nämlich keine Zeit für. Genau. Deswegen mache ich das jetzt alles so ein bisschen heute. Und Sonntag werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen was machen. Und Montag habe ich dann auch keine Zeit dafür, weil Montag bin ich auch nicht da. Aber das soll eigentlich auch jetzt erstmal relativ scheißegal sein, denn wir hören uns jetzt Verbrannt an. 48.103 Wiedergaben am 29. März schon erschienen, also ist auch jetzt schon gut um die 3 Monate her, das Lied. Ja. Scheiß drauf, wir gehen rein. Gib ihn. Dieser Tag, Angel Payne, District an die Liebe EP. Das ist nämlich genau derselbe Beat. Okay, das ist funny. Das ist funny. Dass wir jetzt hier einfach den Beat haben, den auch Angel Payne verwendet hat. Das ist crazy, Digga. Das ist funny, Digga, wirklich. Das ist funny. Egal, komm, wir starten mal durch. Ich versuche. Ey, jetzt muss ich sogar noch mehr reinzuwenden in diese Reaction. Ich versuche nicht an den Text von Angel Payne dieser Tag zu denken. Ja. Könnte schwer werden, aber egal, gib ihn. Der Beat ist immer noch geil. Nevermind, es ist nicht derselbe Beat, es ist nur der Anfang davon. Also es ist nicht derselbe Beat. Wahrscheinlich haben die den abgeändert. I don't know. Wahrscheinlich abgeändert. Oder einfach mehrere Beats kombiniert. Das machen auch viele. Ja, klingt aber geil, zusammen mit dem Anfang von dem anderen Beater. Ich könnte gehen und es nehmen. Ich hab mich viel zu oft verbrannt. Für dich würde ich alles tun. Doch zu lieben raubt mir Kraft. Du würdest alles tun. Legst dein Herz in meine Hand. Du legst dein Herz in meine Hand, die noch nach Tabak riecht von der letzten Kippe. Also zünde ich es an, bitte komm mir nicht zu nah. Sonst stehst du mit mir am Rande der Klippe. Drehe Runden auf der Suche nach Vernunft in meinem Kopf. Doch nach Stunden nichts gefunden. All die Wunden nicht verbunden. Ich bin immer noch im Lach. Wann war ich denn schon jemals für dich da? Warum hältst du immer noch an der Zeit fest? Du willst doch zu lieben, fällt mir schwer. Reiße mir mein Herz raus, werf es weit weg.
am Boden, in meinen Strophen bist du immer noch da. Doch nicht gelogen, wenn ich sage, ich bin froh, wie es kam. Wird mich nicht ändern, doch du stehst wieder da. Und du legst dein Herz in meinen Weg, in meine Hand. Ich könnte gehen und es nehmen, ich hab mich viel zu oft verbrannt. Für dich würde ich sehr geil, sehr geiles Lied. Auch Beat geil. Alleine der Anfang vom Beat, dass mich das an den Track von Angel Payne erinnert hat, plus dann der Switch in den anderen Beat wahrscheinlich, weil ich schätze mal nicht, dass das ein Beat ist. So, deswegen sehr geiler Übergang. Auch zum Ende hin wieder das, ich sag jetzt mal, Outro vom anderen Beat wieder. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Leute, packt euch das Ding in die Playlist. Streamt das Ding hoch und ran, ne? Auch wenn es jetzt schon 3 Monate draußen ist und ich ein bisschen zu spät bin. Aber das soll mich eigentlich nicht jucken, sondern wir sind hier, um Mucke zu feiern. Beziehungsweise Mucke zu hören und sie zu feiern, rauf und runter zu hören. Was tun wir? Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, schaut in die Videobeschreibung. Ich packe euch das Lied, das Safe Call rein. Mache ich eigentlich immer. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.